Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Jana, ich bin Osteopathin und Physiotherapeutin mit dem Schwerpunkt Gynäkologie und Mitgründerin von Commune, einem ganzheitlichen Zentrum für Frauengesundheit und Weiblichkeit in Köln. Und in dieser Videosequenz möchte ich euch gerne ein paar Übungen zur Entspannung des Beckenbodens zeigen. Entspannung des Beckenbodens ist super wichtig, weil super viele junge Frauen in meine Praxis kommen und gar nicht einen geschwächten Beckenboden haben, sondern einen sehr stark hypertonen, also einen Beckenboden mit erhöhtem Spannungszustand haben, was aber oftmals ähnliche Symptome hat, wie wenn der Beckenboden zu schwach ist. Und gerade bei dem Thema Menstruation ist es super wichtig, dass man auch loslassen kann. Und da ist der Beckenboden eben maßgeblich dran beteiligt. Deshalb die nächsten Übungen, die ich an meiner Kollegin Gina zeige, dienen eben dieser Entspannung. Findet euch gerne in Rückenlage ein und stellt die Beine hüftschmal auf. Die Hände legt ihr auf euren Unterbauch, um da gleich den Atemfluss hinzulenken. Für die Übungssequenz braucht ihr ein Dinkelsäckchen und einen Tennisball oder einen Faszienball. Bei dieser Übung nehmen wir das vorgewärmte Dinkelsäckchen und legen es unter das Kreuzbein. Genau, in diesem Bereich. Durch die Wärme entspannt das Dinkelsäckchen jetzt schon den ganzen Bereich des Kreuzbeins. Und aus dem Kreuzbein entspringen die motorischen und sensiblen sowie die vegetativen Fasern, die den ganzen Schoßraum innervieren. Das heißt, allein durch die Wärme entsteht schon eine Entspannung für den Bereich. Wir kombinieren das jetzt mit einer Atmung und einer leichten Wahrnehmungsübung zur Entspannung des Beckenbodens. Die Hände liegen, wie gesagt, auf dem Unterbauch auf und ihr beginnt bei der nächsten Einatmung ein sanftes Hohlkreuz zu machen und zu beobachten, wie bei der Einatmung in die Hände der Beckenboden sich sanft nach unten in Richtung Füße aufdehnt. Bei der nächsten Ausatmung nehmt ihr Kontakt mit der Lendenwirbelsäule zum Boden auf, zieht das Schambein leicht nach oben und aktiviert ganz sanft den Beckenboden. Nicht als Training, nur als leichte Aktivierung. Einatmung, ihr geht wieder leicht ins Hohlkreuz, der Beckenboden öffnet sich sanft in Richtung Füße. Ausatmung, die Lendenwirbelsäule fließt in Richtung Boden, das Schambein zieht nach oben und der Beckenboden wird sanft aktiviert. Ausatmung, geht sanft ins Hohlkreuz, entspannt den Beckenboden, der dehnt sich leicht in Richtung Füße aus. Ausatmung, nimmt Kontakt mit der Lendenwirbelsäule zum Boden auf, zieht das Schambein hoch und aktiviert ganz leicht den Beckenboden. Bleibt dabei in eurem Fluss für ein paar Minuten. Diese Übung ist wichtig, damit ihr eine Wahrnehmung dafür bekommt, wann aktiviere ich den Beckenboden und wann lasse ich ihn ganz bewusst los. Bei der Ausatmung findet immer die Aktivierung des Beckenbodens statt, bei der Einatmung findet immer die Entspannung auf, das leichte Aufdehnen des Beckenbodens. Und da es gerade um eine Entspannungsübung des Beckenbodens geht, ist mir auch wichtig, dass ihr mit der Einatmung und mit diesem Entspannen, Loslassen des Beckenbodens endet. Und wenn ihr fertig seid mit der Übung, lasst gerne noch für einen Moment die Hände jetzt auf dem Bauch liegen. Spürt einfach die Wärme durch das Dinkelkissen auf eurem Kreuzbein und sendet einfach den Atem in eure Hände bis tief nach unten ins Becken. Für die nächste Übung nehme ich einmal das Dinkelsäckchen unter Gina weg und nehme mir jetzt den Tennisball bzw. den Faszienball dazu. Und diese Übung ist jetzt nicht direkt für den Beckenboden, aber hat einen großen Einfluss auf den Beckenboden. Wir behandeln nämlich jetzt den Piriformis-Muskel. Das ist ein Muskel, der hier hinten vom Kreuzbein bis zur Oberschenkelaußenseite führt und hat seinen Ansatz an der Innenseite des Kreuzbeins, wo auch Muskelfasern des Beckenbodens bzw. ein Muskel, der zugehörig zum Beckenboden zählt, seinen Ansatz hat. Und wenn der Piriformis bei uns Frauen sehr häufig sehr verspannt ist, dann hat das einen Spannungsaustausch mit dem Beckenboden. Das heißt, ganz häufig sind ähnliche Spannungsmuster zu erkennen. Deshalb ist mir auch sehr wichtig, diesen Bereich zu entspannen. Und dafür legen wir den Ball und
unter das Gesäß, etwa auf diesen Bereich hier. Ihr schaut aber selber einmal, dass ihr den Punkt findet mit der höchsten Spannung. Ihr werdet ziemlich genau merken, wenn ihr richtig seid, weil ich kenne kaum eine Frau, wo der Bereich nicht verspannt ist. Jetzt streckt ihr das Bein von der Seite, unter der nicht der Ball liegt, einmal aus. Und mit dem anderen Bein schaukelt ihr sanft von außen nach innen, sodass der Muskel wie bei einer sanften Massage über den Ball gleitet. Durch den Druck sprechen wir die Dehnungsrezeptoren im Muskel an, die nachlassen, und gleichzeitig wird eine Durchblutungssteigerung in dem Bereich erzielt. Bleibt auch hierbei so lange dabei, bis ihr das Gefühl habt, dass der Muskel ein bisschen nachlässt. Wenn der Muskel sehr verspannt ist und schmerzhaft, das zu schmerzhaft sein sollte, dann streckt das Bein gerne aus. Versucht, ob ihr das aushalten könnt vom Druck her, und bewegt jetzt einfach den Fuß von außen nach innen, dass ihr wie eine leichte Rotation in der Hüfte über den Fuß einleitet und so eine etwas sanftere Massage für den Muskel habt. Auch diese Variante führt ihr gerne so lange durch, bis ihr ein Nachlassen des Gewebes spürt. Okay, ich nehme den Ball jetzt wieder zur Seite. Und für die letzte Übung setzt Gina sich gerne einmal in den Schneidersitz. Und das Dinkelsäckchen kommt nochmal zum Einsatz, gerne nochmal neu aufgewärmt. Und ihr macht daraus wie so, wie so eine kleine Kugel. Und das übergebe ich jetzt Gina. Und Gina legt diese Kugel auf den Damm, also unter den Dammbereich, den Bereich zwischen vaginalem Eingang und Anus. Und lässt sich dann ganz sanft auf dem Säckchen nieder. Die Arme helfen so ein bisschen unterstützend, weil wenn der Beckenboden sehr verspannt ist, dann kann das etwas unangenehm sein. Das heißt, dann könnt ihr über die Arme so ein bisschen Druck wegnehmen. Macht nur so viel, wie ihr wirklich auf dem Säckchen entspannen könnt. Und dann konzentriert euch auf den Bereich, sendet euren Atem bis nach unten zu dem Dinkelsäckchen hin. Durch die Wärme wird einmal der Beckenboden an der Stelle entspannt und besser durchblutet, und gleichzeitig durch den Druck wieder von dem Dinkelsäckchen in den Beckenboden hinein kommt es auch zu einem Nachlassen der Spannung. Bleibt auch hierbei so lange in der Position, bis ihr das Gefühl habt, das Gewebe lässt nach. Diese Übungen könnt ihr gerne alle drei hintereinander machen oder auch einzeln, tageweise, wonach euch gerade ist. Da könnt ihr nichts mit falsch machen, solange ihr bei euch selber bleibt und einfach auf Schmerzsignale oder Reaktionen eures Körpers achtet. Fast jede Frau, die ich kenne, hat auch unter anderem Verspannungsbereiche im Beckenboden. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von euch das gut tun wird. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr vielleicht mal zum Beckenbodenkurs mittwochs morgens um 9 online bei uns einschaltet. Ihr findet alle Informationen dazu unter www.commune.de.